So, das ist das zweite Video zur Beauty-Porträt-Retusche. In dem ersten Video habe ich kurz gezeigt, wie die PSD-Datei aussieht, wenn sie fertig ist. Jetzt habe ich die ganzen Ebenen gelöscht. Ich fange praktisch von vorne an und dann sehen wir hier gleich, ich ein bisschen einzoome, sieht man, die Augenbrauen sind nicht so ganz regelmäßig. Damit fangen wir mal an. Ich fange immer mit den destruktiven Arbeiten an, weil man die hinterher dann nicht mehr korrigieren kann. Das heißt, man macht die am besten gleich als erstes. Und wenn dann hinterher andere Schritte erfolgen, dann kann man die noch verändern. So, lege ich mir erstmal eine neue Gruppe an. Die nenne ich Pixelretusche. In die Gruppe kommt eine neue Ebene, das ist hier unten der Button. Die nenne ich Augenbrauen. So, kann ich natürlich nicht jetzt die ganze Augenbrauenretusche zeigen, weil das dauert eventuell so, naja, etwas über 10 Minuten vielleicht, je nachdem, wie gründlich man hier arbeitet. Und deswegen werde ich jetzt mich darauf beschränken, die Technik zu erläutern und ein kleines Beispiel zu geben. Das Ganze funktioniert am besten in einer möglichst hohen Zoomstufe. Hier bin ich jetzt weit genug eingezoomt, ja, vielleicht sogar schon ein bisschen zu weit. Wieder auszoomen. Eine Stufe, so ist es gut. Dann nehme ich den Stempel. Das ist auch der Hotkey S. Eine möglichst kleine Werkzeugspitze, so 9 Pixel sind in Ordnung. Kantenschärfe nicht ganz. 0%, vielleicht zu 10%, 15%, das dürfte in Ordnung sein. Man kann die Einstellungen auch variieren, während man arbeitet. Da ist es sowieso, die Augenbrauen sind ja auch nicht gleichmäßig, da muss der Pinsel auch nicht gleichmäßig sein. So, dann fange ich an. Jetzt bin ich doch etwas weiter eingezoomt. Ja, also doch lieber. Jetzt mache ich erstmal diese Stelle hier zu. Und zwar einfach, indem ich die Braue von hier unten rauskopiere, also Alt-Taste drücken, um die Quelle zu markieren. Wichtig ist noch, dass hier oben ausgerichtet und alle Ebenen aufnehmen angekreuzt ist, damit ich auf der drüberen Ebene praktisch die untere Ebene bearbeiten kann. So, jetzt kopiere ich mir das hier rüber, pflanze ich das und das sieht auch schon mal wunderbar. So, das wäre schon mal das erste. Jetzt kann ich vielleicht die Braue hier nehmen, die ist ganz schön. Setze ich jetzt hier hin. So, hier ist noch was, das kann man noch nehmen. So. Kann auch die Deckkraft ein bisschen verringern, nicht zu viel, sonst wird die Stelle unscharf. So 70% ist eigentlich das Minimum, weil runter gehe ich eigentlich nicht. So, wieder was wegnehmen. Hier, die kann man noch kopieren. Hier noch ein bisschen was. So, das ist dann soweit ganz in Ordnung. Hier kann man noch zumachen, das mache ich dann nachher gleich. Und was ich noch zeigen will, ist hier drüben, sieht man, hier sind die Brauen sehr dicht zusammen. Da kann man den Pinsel einfach noch kleiner machen. So. Und 5 Pixel, das ist in Ordnung. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. 4 Pixel. Und nimmt einfach die Haut hier auf, vielleicht ein bisschen von hier hinten, fährt hier drüber, Deckkraft jetzt wieder etwas höher und man trennt praktisch so die Braue auf. So, ich werde jetzt einen kleinen Zeitsprung machen, werde das hier fertig bearbeiten und werde dann das Ergebnis zeigen. So sieht das Ganze jetzt ungefähr nach 10 Minuten Arbeit aus. Eine Technik, die ich noch angewendet habe neben dem Kopierstempel, war der Pinsel. Das ist mir dann doch etwas umständlich geworden, mit dem Kopierstempel die einzelnen Haare hier zum Beispiel aufzuspalten, die dicht zusammen waren. Da habe ich das dann einfach so gemacht, den Pinsel verwendet. Das ist das der Shortcut B für Brush. Die Farbe einer Augenbraue aufgenommen, hier mit der Alt-Taste draufgeklickt und dann mit einer ganz möglichst dünnen Pinselspitze einfach Haare eingemalt. Hier zum Beispiel, hier könnte man noch was einmalen. So, und genauso kann man es natürlich auch umgekehrt machen. Alt-Taste drücken, rosa aufnehmen und Haare spalten oder beziehungsweise Haut einzeichnen. Hier würde es zum Beispiel gehen. Und da kann man dann etwas Ordnung schaffen. So, das war jetzt das soweit. Ich zoome mal aus, dann kann man vorher-nachher Vergleich machen. Hier haben wir jetzt die rechte Augenbraue. Sieht soweit ganz ordentlich aus. Man könnte sicherlich hier oben noch ordentlicher arbeiten, hier noch ein bisschen ordentlicher arbeiten. Aber wie im ersten Video ja erwähnt, sollte es ja schon einen natürlichen
Charakter bewahren und nicht dann die total gebürsteten Augenbrauen haben. So, das war vorher, das ist nachher. Schon deutlich besser, würde ich sagen. Kann vielleicht noch ein bisschen weiter auszoomen, wenn die andere Augenbraue auch sieht. So, vorher, nachher. Das ist doch beides schon deutlich besser. Insgesamt jetzt so 10 Minuten, Viertelstunde Arbeit. Hält sich also in Grenzen. So, das waren die Augenbrauen. Und weiter geht's dann entweder mit den fliegenden Haaren oder mit der Softbox. Ist egal, aber es wird beides noch, gehört beides noch in die Gruppe Pixelretusche.